So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Produkt. Dieses Mal ein Produkt von J.C. Paul, oder wie es ausgesprochen wird, hier seht ihr es. Und zwar handelt es sich um ein MacGuard, nämlich eine Schutzfolie für den Mac. Und wir machen das Ganze jetzt hier mal auf. Funktioniert natürlich super. Also von der anderen Seite aufmachen, da geht's besser, obwohl es nicht so sein sollte. Dann die Lasche hier hochklappen und dann ziehen wir das Ganze mal raus da. So. Die Verpackung ist leer, wie ihr seht, und die kommt erstmal zur Seite. So, dann haben wir hier die Installationsanleitung. Und hier in der Mitte sehen wir dann auch die ganzen einzelnen Skins. Nehmen wir die mal kurz raus. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Skin für die Rückseite. Wie ihr seht, haben wir dann hier auch noch die Seriennummer frei. Das heißt, das wird da kein Problem. Und dann hier überall natürlich auch für diverse Schrauben und Kodi-Anschlüsse frei. Ja, das Ganze sieht natürlich auch nice aus. Dann für das Trackpad einen Aufkleber, den wir da drauf machen können. Mal gucken, ob ich den drauf mache. Und dann natürlich für den Deckel, wo wir dann auch den Apfel haben. Ja, den Apfel können wir dann auch mit rausnehmen, wie wir es wollen. Und dann leuchtet er trotzdem noch. So, dann als allerletztes haben wir hier noch für neben das Trackpad. So, hier in der Mitte ist dann das Trackpad. Hier wäre dann der Aufkleber, wenn man den reinmacht. Und hier oben die Tastatur. Das ist dann hier so für die Ablage noch. Dass man da dann, wenn man eine Uhr anhat, wie ich normalerweise hier, dass man dann nicht alles zerkratzt. Ja, jedenfalls, das war eigentlich dann das Unboxing von der J.C. Paul, oder wie das nun auch immer heißt, mit dem MacGuard. Und ich werde das jetzt mal bei mir draufkleben, auch ein bisschen testen. Und dann werdet ihr natürlich von mir auch ein Review dazu bekommen. Und wenn ich den Link finde, natürlich auch Link zum Kaufen in der Beschreibung. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch wieder ein Like da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann, beziehungsweise von uns, Philipp ist ja auch dabei, dann drückt doch einfach den Abo-Button. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Lottis, und tschüss.